Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video. Ich bin hier gerade in London zusammen mit den Ugi, denn heute soll es mal so ein paar coole technische Produkte für den Alltag gehen und es gibt auch noch was zu gewinnen. Außerdem check unbedingt das Video von Ugi ab, auch da gibt es was zu gewinnen, oder? Wir haben den Rucksack vollgepackt mit Gadgets, also schaut gerne mal bei mir vorbei. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Ich würde sagen, let's go! Das erste Produkt, um das es gehen soll, das ist eine Sofortbildkamera mit Printer von Canon, und zwar die Zoe Mini C. Die gibt es in verschiedenen Farbvarianten. Ich habe in meinem Fall die gelbe Farbvariante, ist also ganz frisch, ganz sommerlich. Von der Verarbeitung ist diese eigentlich größtenteils aus Kunststoff gefertigt, wirkt jetzt aber nicht irgendwie billig oder irgendwie so ja, schlecht verarbeitet, sondern macht auf jeden Fall einen robusten Eindruck. Verbaut ist hier ein 5-Megapixel-Sensor. Das ganz coole hierbei, es gibt hier noch so einen Spiegel auf der Frontseite, sodass, wenn man jetzt ein Selfie macht oder so, gerade mit mehreren Leuten, sehen kann, ob jetzt alle im Bild sind. Ein Blitz ist ebenfalls verbaut und man hat zudem auf der Rückseite die Möglichkeit zu wählen, ob man jetzt ein 2x2 Zoll Bild nehmen möchte. Da hat man auch die Möglichkeit, irgendwie noch was darunter zu schreiben, oder ein 3x2 Zoll Bild. Das ist dann jetzt ein vollflächiges Bild. Habe ich eigentlich meistens so gemacht. Zur Qualität lässt sich sagen, wie gesagt, es ist eine 5 Megapixel Linse hier verbaut und ich finde, alles in allem sehen die Bilder auf jeden Fall ganz cool aus. Gerade für eine Party, für eine Geburtstagsfeier oder so ist das, denke ich mal, ein echter Hingucker, und das ist wirklich richtig cool, wenn man so eine Kamera dabei hat. Ist auch irgendwie immer so ein Magnet, alle wollen ein Foto damit machen und so weiter, ist auf jeden Fall ganz cool. Gerade halt auch darum, da sie halt sofort ausgedruckt werden können, beziehungsweise dann auch mitgenommen werden können. Das Coole hierbei ist, es gibt die Möglichkeit, eine SD-Karte, eine Micro-SD-Karte zu installieren. So hat man jetzt auch die Möglichkeit, die Bilder darauf speichern zu können. Und so hat man sie auch später dann noch, kann sie bei WhatsApp verschicken oder irgendwie sonst wo im Internet teilen. Zur Druckauflösung, diese liegt übrigens bei 314x600 dpi. Und in Sachen Akku ist hier ein 700 mAh Akku verbaut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der reicht eigentlich auf jeden Fall aus. Also ich hatte jetzt den Akku während meines Tests einmal komplett aufgeladen und dann eigentlich auch nie wieder und konnte damit eigentlich ziemlich viele Fotos machen. Und nun kommen wir auch schon zum angesprochenen Gewinnspiel. Dieses wird wieder auf Instagram stattfinden, da ich einfach da die beste Erfahrung mitgemacht habe. Und zwar geht einfach auf meinen Instagram-Account, finde ich hier nochmal eingeblendet, beziehungsweise unten, wenn ihr auf den Link drückt, @majortech.de heiße ich da. Und dort ist eins der neuesten Bilder, wenn nicht das aktuellste Bild, ein Bild mit der Kamera. Und zwar verlose ich an eine oder einen von euch die Zoe Mini S. Das ist das bessere Produkt von dieser Sofortbildkamera. Und zwar habt ihr hier einen 8-Megapixel-Sensor. Ist also nochmal deutlich besser von der Qualität. Es gibt ein Ringlicht. So kann man jetzt auch bei Dunkelheit noch coole Fotos machen. Und man hat jetzt hier einen größeren Spiegel. Und man kann auch eine App damit verbinden, um somit noch viel mehr Möglichkeiten daraus schöpfen zu können. Dazu packe ich dann noch so ein bisschen Fotopapier. Und zwar könnt ihr damit ganze 50 Fotos mit dieser Kamera machen. Finde ich auf jeden Fall einen wirklich sehr, sehr coolen Preis. An dieser Stelle auch nochmal herzliches Dankeschön an Canon, dass das Ganze ermöglicht wurde. Was müsst ihr jetzt machen? Ihr müsst also erstmal auf meinen Instagram-Account gehen, dann zu diesem jeweiligen Beitrag. Das werdet ihr eigentlich finden, weil es ist eigentlich, ja, denke ich mal, selbst erklärend, welcher Beitrag das Ganze ist. Aber da müsst ihr dann einfach einen Kommentar schreiben, warum ihr gerne gewinnen möchtet, und markiert einfach zwei Freunde. Aber das ist da alles auch nochmal in dem Beitrag beschrieben. Und dann müsst ihr einfach mir folgen und dann habt ihr dann die Chance, eine solche Kamera zu gewinnen. Ist, wie ich finde, ein richtig, richtig cooler Preis. Und ich würde sagen, viel Glück und alles Weitere dann bei Instagram. Kommen wir schon zum nächsten Produkt, und das Ganze nutze ich persönlich sehr gerne, denn es ist ein Produkt für meinen iMac. Ich nutze zu Hause eigentlich immer noch meinen iMac, um jetzt die Videos zu schneiden oder um so ein bisschen Homeoffice zu machen. Und da gibt es ja immer die Möglichkeit, man hat hinten die ganzen USB-Anschlüsse und so weiter. Das ist irgendwie ziemlich nervig, finde ich. Sieht zwar cooler aus, so, es ist vorne schön clean, aber um dann hinten immer ranzukommen mit dem USB-Stick und so, ist einfach nervig. Und da gibt es auf jeden Fall einen sehr coolen Stand von Zatecki. Und zwar hat man damit die Möglichkeit, dass man zum einen ein SD-Karten, ein Micro-SD-Kartenanschluss, dann drei weitere USB-A-Anschlüsse und einen USB-C-Anschluss hat, und zudem hat man noch einen 3,5 mm Headphone-Jack. Der Stand ist so ungefähr so 4 cm hoch, also der iMac wird sozusagen 4 cm in die Höhe versetzt, aber ich finde, das merkt man eigentlich beim Alltag, im Alltag gar nicht wirklich. Also ist mir jetzt irgendwie gar nicht negativ aufgefallen. Am Anfang dachte ich, okay, ein bisschen höher, vielleicht
Stört so ein bisschen, aber nee, finde ich irgendwie gar nicht. Und zwar angeschlossen wird das Ganze zum einen über USB-C. Wenn ihr nicht einen iMac mit USB-C habt, gar kein Problem, habe ich nämlich auch nicht. Und zwar gibt es dazu einen USB-C auf USB-A Adapter dabei. Finde ich auf jeden Fall eine coole Sache, so habe ich die ganzen Anschlüsse gebündelt auf der Vorderseite. Und zudem gefällt mir das Design extrem gut, ist natürlich zur iMac-Optik passend, auch in Aluminium gehalten und somit auf jeden Fall sehr robust und sehr schön. Das Einzige, was vielleicht so ein bisschen der Kritikpunkt ist, und zwar kostet das Ganze 100 Euro fast, ist auf jeden Fall ein satter Preis, aber in Sachen Design und Funktionalität ist es wirklich echt gut. Beim nächsten Look geht es mal so ein bisschen um Musik. Und zwar möchte ich euch gerne den Docking D-Mate vorstellen, und zwar in der zweiten Generation. Das Ganze ist ein portabler Bluetooth-Speaker mit 25 Watt. Und zwar haben hier zwei Treiber verbaut sowie zwei passive Bassradiatoren. Und es ist der APDX-Standard mit dabei. Das heißt, man hat jetzt hier auch nicht unbedingt Latenzprobleme bei der Bluetooth 4.2-Übertragung. In Sachen Akkulaufzeit kommt mir hier auch wirklich einige Zeit mit aus, nämlich bis zu 16 Stunden. Hängt natürlich auch immer davon ab, wie laut man jetzt Musik hört, aber ich denke mal so für die Party abends reicht es auf jeden Fall aus. Des Weiteren sehr, sehr wichtig, wenn man es gerade erstmal draußen am Strand oder so auch benutzt, denn der ist wasserfest und zwar IPX6 zertifiziert. Somit sollte jetzt eigentlich aus dem Regenschauer oder wenn man am Strand so ein bisschen damit Musik hört, dem auch keine weiteren Probleme zufügen. Was ganz cool ist, wenn man zwei von diesen Speakern hat, kann man sie auch im Stereo-Modus zusammenkoppeln. So hat man nochmal einen deutlich kräftigeren Sound. Apropos Sound, dieser hat mir wirklich extrem gut gefallen. Also ich war echt überrascht, wie basslastig auch der Sound ist. Aber ich würde sagen, wir sprechen jetzt gar nicht länger drum herum, sondern ich gebe euch einfach mal einen klaren Soundtest. Bedenkt allerdings, dass vielleicht jetzt der Sound natürlich nicht so wie im Wirklichen ist, sondern so ein bisschen abgemindert durch das Mikrofon, durch euer Audio-Ausgabegerät und so weiter. Trotzdem hier mal ein kleiner Soundtest. Ja, wie ihr gehört habt, der hat auf jeden Fall einiges drauf. Das war nicht mal die vollste Lautstärke, da das sonst wahrscheinlich übersteuert wäre beim Mikrofon. Aber ihr merkt schon, soundtechnisch geht hier wirklich einiges. Ich kann es auf jeden Fall weiterempfehlen. Preislich liegt mir hier so bei knapp über 70 Euro. Und dafür denke ich mal, ist es auf jeden Fall auch ein wirklich echt guter Lautsprecher. Und damit sind wir auch schon beim letzten Produkt angekommen. Ist mal so ein bisschen was anderes, beziehungsweise Staubsauger hatte ich ja schon ein paar Mal vorgestellt. Aber das Ganze ist ein 3-in-1 Staubsauger, der mit Akku funktioniert. Also jetzt nicht irgendwie mit Kabel und so weiter, sondern man kann ihn somit eigentlich auch relativ gut in der Wohnung dann oder im Haus benutzen. Was ich sehr cool finde, das Ganze funktioniert als Stecksystem. So kann man ihn zum Beispiel auch kürzen oder auch andere Adapter bzw. Anschlüsse dafür verwenden, um jetzt halt zum Beispiel das Auto besser saugen zu können oder die Treppe oder sonstiges. Er funktioniert zum einen für Hartböden und auch Teppiche. Ich habe jetzt in meinem Fall Kurzflurteppiche dafür verwendet und da hatte ich jetzt auch gar keine wirklichen Probleme. Es gibt zwei verschiedene Stufen und was auch noch ganz praktisch ist, vorne hat man ein kleines Licht. So sieht man es auch zum Beispiel in Ecken oder wenn man jetzt mal irgendwie unterm Tisch saugt und so weiter, deutlich besser, was man da jetzt eigentlich auch saugt. Ich finde, der Staubsauger ist eher für kleinere Räume gemacht oder zum Beispiel fürs Auto. Da finde ich ihn auf jeden Fall wirklich sehr praktisch. Der Akku ist abnehmbar und hält so für knapp 30 Minuten, ist auf jeden Fall auch ein okayer Wert. Das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat, das ist der Auffangbehälter, der könnte definitiv noch so ein bisschen größer sein, finde ich. Wenn ihr interessiert seid, den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und zwar habe ich noch einen coolen Rabattcode für euch raushandeln können bei der Firma. Und zwar mit dem Code MAJORTECH, also ohne H am Ende, ganz wichtig, gibt es zum einen 16,47 Euro. Und derzeit gibt es bei Amazon noch einen 10 Euro Coupon. Also da spart ihr dann insgesamt 26,47 Euro. Finde ich auf jeden Fall eine coole Sache, denn für 80 Euro ungefähr ist das auf jeden Fall ein wirklich echt guter Preis. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende des Videos angekommen. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen fürs Gewinnspiel. Alle weiteren Infos findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wie gesagt, checkt gerne das Video von Ugi aus. Und ich würde sagen, wir gucken uns noch ein bisschen London an und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.